Wisst ihr, ich glaube, Urias ist gar nicht wirklich tot. Ich glaube, er lebt nun in ihrem Herzen und erinnert sie fortwährend in seinem allerpenetrantesten Heldentone an ihre eigene Ehre und an die Verantwortung, die sie jetzt trägt. Ach, ja, so wird es sein. Ihr habt viel für uns getan, Runenkrieger. Mehr, als ihr vielleicht ahnt. Ich hoffe, ihr bleibt siegreich in eurem Kampf. Und wir sehen uns vielleicht eines Tages wieder. Ja, vielleicht. Wer weiß. Lebt wohl, Ishtar. Was gibt es sonst? Alles, was ihr wollt. Kurz das am höchsten. Danke für die Auskunft. Gut. Wie gesagt, mal gucken. Okay, die beiden sind noch garstig. Und ja, ich kann jetzt endlich die Truhe mir mal auch noch ansehen. Aber erstmal gucken, wer verkauft Waffen. Du verkaufst Waffen, aber Sonnenlicht, ja genau, das brauchen wir unbedingt. Das Teil ist gar nicht mal schlecht. Ist nur sauteuer. Und ja, ich brauche Waffen. Ich muss aber wahrscheinlich auf der anderen Seite gucken. Da sind ja eher die niedrigen Waffen. Das ist, glaube ich, der High-Level-Bereich. Also rechts. Oh, du verkaufst Runen, gell? Und würdest auch Mörser verkaufen. Also kauf mit die mal ab. Brauche ich nämlich nicht mehr. Ja, hierin Stiefel, okay. Was wäre das Gegenstück zu der Rüstung? Nebenbei. Waffenmäßig kann ich nichts Neues. Wie sieht's mit Ring und ja, strahlende Robe. Hat aber nicht die Buffs, die das Ding hat. Sieht doof aus. Ja, ich kann den durch eine Haube des Windpriesters ersetzen. Das war's, juhu. Ring der Wächter. Nehme ich doch den gerne. Ah, was mache ich mit dem Malachie jetzt? Na, den Weltenring eintauschen. So. War ich jetzt gerade bei dem? Nein. War bei ihr hier, gell? Sie hat allerdings auch nichts. Müssen wir doch mal noch auf der Seite gucken. Irgendwo muss doch ein Waffenhändler sein, der eine Waffe für uns hat. Also, als Austausch zum Zweischneid. Du hast nur einen Bogen. Du hast auch keine Waffe. Auch keine Waffen.
Okay, ich habe keinen... Oh, Grom vielleicht noch. Der sieht nämlich aus wie ein Waffenhändler. Ja, aber nichts, was wir benutzen können. Super. Vielleicht haben wir Glück und in der Truhe ist was. Ja, sogar die Palastwache, die wir hier ein paar Mal K.O. geschlagen haben, ist jetzt uns freundlich gesonnen. Nur die Bluthunde nicht. Hm? Tiaras goldener Panzer und zwei Zauber. Okay. Das sind Aria-Vorräte hier. So, gehen wir mal zu Alia. Gucken, wie ihr das Kaiserleben bekommt. Ja, durch den Kampf in Kursium kriegen wir die letzte Zerbieten. Kämpft! Oh. Die mögen das scheinbar nicht, wenn ich in den Garten eindringe. Ein Monument wird angegriffen. Wechseln wir mal schnell. Dadurch sollten sie, glaube ich, wieder... freundlich werden. Okay, ich darf da nicht mehr durch. Okay, freundlich werden sie nicht. Sie bleiben. Aber sie greifen wenigstens den Seenfelsen da nicht mehr an. Runenkrieger, ich hätte nicht geglaubt, euch noch einmal wiederzusehen. Ich konnte mir einen Blick auf die frisch gebackene Kaiserin doch nicht entgehen lassen, Euer Hoheit. Werdet ihr wohl aufhören, mich so zu nennen? Ich bin immer noch Alia. Es reicht, wenn mein Hofstaat hier so herumsäuselt. Alte Freunde bleiben alte Freunde. Ist das klar? Jawohl, Euer Alia. Na also. Wie fühlt ihr euch? Es ist schon seltsam, nach all den Jahren auf der Straße wieder hierher zu kommen. Jetzt muss ich erst einmal Vaters Pomp und Prunk hier herausschaffen. Dieser ganze Palast ist einfach unpraktisch. Wer soll sich denn hier wohlfühlen? Schlaft ihr gut auf goldenen Betten? Ich nicht. Und Zaunkönig Lebern in Aspik. Ich sage euch, so etwas Widerliches habt ihr noch nie gegessen. Aber das wird jetzt alles anders. Ich schätze, euer Haushofmeister hat eine schwere Zeit vor sich. Ha, der ist in den letzten Tagen so oft aus der Haut gefahren, dass er eigentlich keine mehr bräuchte. Aber er wird sich daran gewöhnen. Alle werden sich daran gewöhnen. Traurig ist nur, dass Mutter dies alles nicht mehr sehen kann und dass alle immer so furchtbar untertänig und freundlich sind. Da ist niemand, den man mal ein wenig necken kann, so wie euch oder Urias. Macht hat immer ihren Preis. Das werden die Zirkelmagier auch bald lernen. Ja, das wird dann das Ende eurer Reise. Ich glaube, meine fängt gerade erst an. Das glaube ich auch, Alia. Wisst ihr was? Ich werde hier eine Niederlassung des Ordens des Erwachens einrichten lassen. Und ich werde sie euch und Urias widmen. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, das ihr Urias machen könnt.
Ja, das hätte ihm wohl gefallen, dieser verdammte Dummkopf. Warum hat er auch sein Leben so sinnlos weggeworfen? Damit ihr lebt und damit ihr heute hier steht, anstatt weiter vor euch selbst wegzulaufen. Ich wünschte, ich könnte ihn zurückholen. Was ist mit euch? Bleibt ihr wenigstens noch eine Weile? Nein, ich muss es jetzt zu Ende bringen. Der Zirkel muss diesmal endgültig fallen. Dann lebt wohl, Runenkrieger. Empyria wird euch nicht vergessen. Lebt wohl, Kaiserin. Wie nett. Gut. Dann jetzt Empyria Armviertel. Nein, Mutterstadt, bitte. Ich habe da eine Dekopuppe des Tricksters gekriegt. Auch gut. Was kann dies? Zu dies? Ja. Okay, nein. Meine Puppen möchte ich noch nicht verkaufen. Ah. Jetzt mein Lieb. Okay. Du hast nichts Neues zu berichten. Hast du was Neues zu berichten? Erion sei mit euch. Du hast auch nichts Neues. Und warum hat der Assassinen auf einmal um sich herum? Was ist es nun, Mensch? Okay, Questbuch. Redet mit dem... mit Rokan, dem Botschafter. Der Botschafter ist im Tempel der Witzel von Empyria. Sprecht mit ihm und gebt ihm Kriegs Nachricht, aber nicht das Siegel. Was ist es nun? Ich komme zu euch mit dem Siegel der Norcane. Das Siegel? Wie kommt ihr dazu? Craig und Schalach schickt mich zu euch. Er wird in Kürze hier eintreffen und ihr sollt alles für seine Ankunft und seine Rückkehr in die Heimat vorbereiten. Als rechtmäßiger Herrscher der Norcane. Oh, natürlich. Ich werde seine Ankunft vorbereiten. Mit großer Freude. Gut, ihr habt eure Schuldigkeit getan, Bote. Gebt mir jetzt das Siegel. Nein. Craig sagte, ich sollte es euch nicht geben. Schlau, schlau, wie ungewöhnlich für einen Drakon. Aber auch wieder nicht, wenn man sieht, was für einen erbärmlichen Boten er da mit dem Siegel schickt. Ich kann euch leider nicht damit gehen lassen, Menschlein. Ich fürchte, ich werde es wohl aus euren kalten, toten Fingern nehmen müssen. Greift ihn! Bringt mir das Siegel! Vorsicht! Zeit zu sterben! Kämpft! Achtung! Verteidigt euch! Kämpft! Zurück mit euch! Auf meinen Schnell! Okay, der Kampf ist ein bisschen böse mit dem Feuer. Zeit zu sterben! Folgt mir! Ja! Kämpft! Achtung!
Zurück mit euch! Achtung! Au, das wird ja wirklich ein böser Kampf, ey.